Ja, hallo Pflanzenfreunde und herzlich willkommen zum nächsten Pflanzen- bzw. Gemüse-Update. Und ja, draußen regnet es in Strömen, wie ihr im Intro bzw. am Anfang des Videos schon gesehen habt. Ja, ist mal wieder ein kleines Gewitter unterwegs. Ja, aber wie gesagt, hier sehen wir jetzt direkt den Salat, den Feldsalat. Hat sich auch wieder einiges getan, wie ihr seht. Jetzt stehe ich natürlich ein bisschen im Licht mit meinem Schatten hier, denn ich drehe das Ganze jetzt bei Abend, beziehungsweise jetzt, wo das Gewitter gerade aufgezogen ist, es ist relativ dunkel draußen. Deswegen habe ich jetzt auch mein Pflanzenlicht angeschaltet direkt, wie ihr seht. Die zwei LEDs natürlich. Ja, und das schaut eigentlich ganz gut aus, der Salat. Hat mir jetzt noch keiner Kommentare von euch geschrieben, wann ich den jetzt letztendlich ernten kann. Keine Ahnung, wie groß der jetzt noch wird, aber ich habe gehört, dass der relativ klein bleiben soll. Nun gut, schauen wir mal. Ja, der Minze geht es immer noch nicht besser. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen gedüngt und wieder ein bisschen eingesprüht. Aber die sieht immer noch so ein bisschen mickrig aus. Mal schauen, ob sie sich noch in der nächsten Zeit wieder erholt. Ja, der Basilikum natürlich, wie beim letzten Video auch schon, sieht extrem gut aus. Sehr große Blätter. Kann man sich nicht beschweren. Oh, jetzt sehe ich hier, da ist ein Blatt abgerissen. Das geht ja gar nicht. Wie ist das denn zustande gekommen? Keine Ahnung. Naja, wird sie schon überleben, denke ich mir. Aber ihr seht schon, sieht auch super aus. Kann man sich nicht beschweren. Dann haben wir hier mein Mini-Gewächshaus, den Little Elf, den Chili. Wie gesagt, auch größer geworden. Ich mach's mal eben kurz auf hier, sonst sieht man es nicht richtig. So, da sieht er die Pflanze jetzt besser. Ja, bildet auch schon wieder zwei neue Blätter in der Mitte. Sieht super aus. Ich denke mal, dass die vielleicht echt was werden könnte, die Chili-Pflanze. Direkt daneben, jetzt mit einem Wassersystem verbunden, da ich jetzt wieder übers Wochenende kurz bei der Freundin bin, in der neuen Wohnung helfen werde. Wie gesagt, ist ja der Umzug momentan aktuell am Laufen. Seht ihr den amerikanischen braunen Fuchssalat? Ist auch wieder größer geworden. Sieht auch super aus. Und das regnet draußen, leckt mich am Arsch. Ja, sieht super aus hier mit den Blättern. Und wer hätte es anders gedacht? Natürlich werden die Radieschen wieder geil wie beim letzten Mal. Und wieder schon so große Blätter. Und in der Mitte seht ihr schon, kommt schon direkt wieder das nächste oder die nächsten zwei Blätter raus. Also ich bin echt positiv überrascht von dieser Sorte. Das ist ja Radieschen Saxa 3. Möchte jetzt keine Schleichwerbung machen von einem bekannten Anbieter auf jeden Fall. Ja, und bin sehr zufrieden damit. Würde ich sehr empfehlen. Wer es wissen möchte, den kann ich natürlich dann mal schreiben, von welcher Marke das ist. Direkt daneben haben wir natürlich dann den anderen amerikanischen Braun, sieht auch super aus. Freut sich natürlich jetzt unter dem LED-Licht, dass er wieder ein bisschen Sonne abbekommt, beziehungsweise künstliches Licht, weil letzte Zeit war es ja echt nur noch am Regnen. Weil es auch so geregnet hat die ganze Zeit. Ja, da die Zitronenmelisse, die hat sich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen erholt von dem letzten, ja, Spinnenmilbenangriff, dachte ich, dass es das gewesen ist. Bin mir jetzt aber nicht mal hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sieht die jetzt wieder um einiges besser aus. Bin sehr zufrieden, wie ihr seht. Habt ihr jetzt mal hier ein bisschen... Jetzt donnert es gerade. Hört ihr das? Krass.
Ja, habe ich hier ein bisschen abgestützt mit dem Stäbchen, damit die mir nicht umknickt. Und ihr seht schon, die ist aber, seitdem ich die gekappt habe, auf jeden Fall sehr gut in die Breite gegangen. Ja, und da ist natürlich das andere Radieschen. Sieht genauso gut aus wie sein kleiner Nachbar. Kommen auch zwei neue Blätter in der Mitte raus. Ach ja, muss dazu sagen, ich habe das Ganze jetzt wieder hier ein bisschen gedüngt mit Biodünger, die ganze Reihe hier. Und ja, jetzt geht es natürlich richtig ab, ne? Jetzt wächst natürlich alles wieder super. Bin mal gespannt, wann ich dann die zwei Radieschen wieder ernten kann. Und ihr seid natürlich live dabei, ist ja klar. Ja, dann haben wir hier noch die Zimmertomate. Irgendwie, ich weiß nicht, wird irgendwie nicht so richtig größer. Habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen gedüngt, weil die irgendwie nicht aus der Pötte kommt. Die ganze Zeit schon. Habe sie so oft ans Fenster gestellt in die Sonne, wie es ging, wo dann die Sonne doch da war. Aber irgendwie will sie nicht so richtig aus der Pötte kommen. Aber wie gesagt, weiter abwarten ist da angesagt. Jo, dann haben wir natürlich noch mal einen zweiten Balkonkasten, nicht zu vergessen. Da haben wir den Maiwan süß. Und ja, ich weiß nicht, der ist irgendwie total dürr. Keine Ahnung. Obwohl der sieht ganz gut aus hier. Aber die anderen sind natürlich alle so niedergelegt. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal aufrichten und gescheit wachsen. Bleibt auch weiterhin abzuwarten. Ja, und wie gesagt, auch wie im letzten Video habt ihr ja gesehen, mir fällt gerade auf, ich sage sehr oft, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das auch schon aufgefallen ist, dass ich sehr oft sage, wie gesagt. Ja, aber jetzt egal. Scheiße, es fällt fast nichts mehr ein. Hier haben wir dann den Salbei, den echten, genau, nicht den edlen, ich will immer der edle sagen, der echte. Sieht auch super aus. Entwickelt sich sehr prächtig. Sehr schöne Pflanze. Das heißt, wenn er bis Winter hin weiter wächst, kann ich mir den ersten Tee machen. Ja, das war es dann auch schon wieder fürs Update. Heute wieder ein bisschen kleineres Update. Hat sich leider nicht so viel getan, weil natürlich auch die Sonne gefehlt hat. Ich ziehe offiziell jetzt am 16.10. um in die neue Wohnung und dann habe ich natürlich einen schönen großen Balkon. Da werden in Zukunft dann auch weitere Videos folgen mit Balkon natürlich. Heißt jetzt natürlich nicht, dass jetzt bis dahin keine Videos mehr kommen. Natürlich kommen bis dahin auch Videos. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr noch nicht habt. Oder ein Abo. Und schreibt vielleicht mal Verbesserungsvorschläge oder Wünsche oder sonst irgendwas. Irgendwas, was ihr euch wünscht oder mir mitteilen möchtet. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.